Leute, ich betreibe gerade einen Motor an mein offenen Netzteil. Da. Hat gut gefunkt. Hat den Elko entladen. Dann, der ist leer. Dann hier wieder auf On und der läuft wieder an. Aber der bummt. Glaube ich. Der ist nicht geklettet. Der bummt so komisch. Meine Idee sieht jetzt den Laden im einhaltenden Zustand. Da fliegt sich der FI wahrscheinlich in der WG. Soll ich machen? Ich komme dann nicht hoch. Schalte das lieber auf Off. Oder bestens, ich schalte das auf Off. Dann kann ich das hier locker entladen. Wie viel Volt hat das ausgangsseitig? Fude hat jetzt gefunkt. Ein paar Minuten laufen lassen und es funkt leicht. Erster Sicherheitsregel für Elektrobastler und andere Leute, was ich betreiben wollen. Erstens, wenn man so betreiben will, hat man hier erste Sicherheitsregel. Man braucht so einen Dings. Kann sein, dass der auslöst, wenn ich dann das dann hier mache. Ups, da hat jetzt geknallt mit der Taschenlampe. Licht an. Da riecht's jetzt. Da war sicherlich ein Kurzen. Aber das ist auch geflogen. Da ist hier die FI geflogen und mein PC ist aus. Fuck. Verwuscht. Hol mal irgendwas. Irgendeinen Sessel. Super. Da ist natürlich auch das geflogen. Das soll die Leo nicht machen. Das ist ein Hoppala. Aber der eine wird der Raphael merkt eh nicht. Ich fasse da lieber nicht dran. An so ein Ding. Ich schalte lieber aus. Und da lieber den ausschalten, ich baue den nächsten hier in FI dran. Lauter FI ist geflogen von meinem Team oder Leiterschutzschalter. Mal schauen, was da braucht. Muss das Video jetzt beenden.